Station. The man and now passenger sitting in the emergency exit row in front of a separate one are requested to store away all your hand luggage in the overhead compartment. Please take a few moments now to the contents of the safety crown on the location of the nearest exits. Should you treat the aircraft quickly, you must leave all hand luggage behind. And all I feel is blue. Hier ist der Frank. Ich muss ja erstmal so ein bisschen aufklären, was und wo wir hier sind. Also, wir machen eine 7-tägige Kreuzfahrt mit der AIDA Nova auf den Kanarischen Inseln und auf Madeira. Heute ist mein Geburtstag, 29. Februar, und wir sind jetzt heute angekommen, haben jetzt gerade eben eingecheckt. Ich zeige euch jetzt gleich erstmal hier so eine kleine Roomtour von uns. Meine Frau ist da so ein bisschen am Umräumen. Ich habe mein Gepäck noch gar nicht, das heißt, ich habe jetzt kein anderes Mikrofon hier und so, also ich improvisiere hier gerade so ein bisschen. Eigentlich wollte ich mich gerade auf den Balkon setzen, aber da krähte dann dummerweise gerade die Nachbarin durch die Gegend, so dass ich da halt nicht filmen konnte. Aber also, wir sind jetzt hier auf Gran Canaria, Las Palmas, im Hafen noch. Ich warte auf mein Gepäck. Wir konnten glücklicherweise hier schon in die Kabine rein, und dann werden wir heute Abend toll essen gehen. Dann laufen wir aus um 23 Uhr und da mache ich eine schöne Timelapse, die werde ich jetzt hier hinten dranhängen wahrscheinlich, und dann melden wir uns morgen ganz ganz früh. Dann laufen wir hier mal durchs Schiff, dann ist das schön leer, dann kann man mal ganz viel von dem Schiff auch zeigen. Dann ist morgen halt auch ein Seetag und übermorgen sind wir dann auf Madeira. Und dann werde ich halt auf Madeira ganz viel filmen. Da machen wir halt so ein bisschen Action, fahren da halt mit so einem offenen Militärgeländewagen durch die Gegend. Aber das werdet ihr dann ja sehen. Also, es geht ja gleich weiter. Wahrscheinlich geht es ja gleich weiter mit der Timelapse. Es sei denn, wir filmen nachher beim Essen irgendwie, weil wir gehen ins Teppanyaki Grill und das ist ja auch schon immer eine ganz geile Aktion. Also, seid gespannt, was weiterkommt. Habt Spaß. Sollte jetzt hiernach wirklich gleich die Timelapse kommen vom Auslaufen, dann sage ich für heute schon mal tschüss. Bis dann, ciao. So, dann mache ich mit euch mal eine kleine Rundtour. Wir sind in der Kabine 15276. Und wenn man hier so reinkommt, super schön hell. Hinten schön unser Balkon, wo man Achtern vom Schiff raus schaut. Wunderschön. Das ist doch klasse, oder? So. Ein wunderschöner Balkon, da mit der typischen Hängematte. Haben wir halt ein schönes Doppelbett. Nettes Bild. Nette Frau. Nette Frau gleich dabei, genau. Hier oben so einen netten Himmel drüber gebaut. Ich weiß, dass man in den Betten klasse schlafen kann. Von da aus an der Seite kann man schön das Licht ein- und ausschalten hier in der Kabine. Hier an der Seite ist eine Steckdose, USB-Anschluss, alles vorhanden, was man halt so gebraucht. Dann gibt es hier ein schönes Sofa, auf dem man sich schön lümmeln kann, um fernzusehen. Der Fernseher, also das Multimedia-Teil, ist auf dieser Seite. Darüber kann man auch ins Internet gehen und Bordportal und gucken, wann man hier essen kann und alles Mögliche. Dann gibt es hier ein Tischchen. Gleichzeitig ist es aber, kann man da oben das Oberteil abnehmen und dann ist das halt auch ein Stuhl, der gepolstert ist. Hier haben wir halt einen Schreibtisch. Das Telefon über die 5000 kann man super Plätze reservieren etc. Da nochmal zwei Steckdosen, zwei WLAN-Anschlüsse. Also alles
super genial gemacht. Hier drin ist ein netter Schminktisch mit Spiegel. Und dann haben wir einen begehbaren Kleiderschrank mit einem Safe, vielen Fächern, einen großen Schrank, wo man Sachen reinpacken kann. Da noch so ein paar Teile, wo man die Jacke hinhängen kann, etc. Also alles vorhanden. Und eine Tür weiter geht's ins Bad. Klassisches Bad, wie sie hier immer so sind. Schön mit der Dusche. Da oben rechts ist so eine Wäscheleine, die kann man da oben links einhaken und dann kann man da seine Badeklamotten trocknen. Ja, hier Waschbecken, großer schöner Spiegel und, wie es sich gehört, halt eine Toilette. Alles wunderbar, alles da, was man braucht. Hier ist das Teil von der Klimaanlage, da kann man sich die Temperatur regulieren, wie man das haben will. Und hier geht es dann wieder raus. Ja, das war mal eine schnelle Rumtour. Und ja, ihr werdet bestimmt die Kabine noch ein paar Mal hier sehen. Deshalb, ja, ich mache jetzt erstmal Schluss. Bis später. Dann sind wir noch mal kurzfristig aufs Deck gegangen und oben an die Bar und haben dort gemütlich ein Latte Macchiato getrunken. Im Teppanyaki Grill abends gab es für uns unter anderem Scaloppinis und als Nachtisch ganz klassisch Banane gebacken mit Eis. Super lecker, kann ich nur empfehlen, geht da super gerne hin. Diese Panoramaaufnahme habe ich kurz vor 23 Uhr gemacht, kurz bevor das Schiff ausgelaufen ist. In Las Palmas war am 29. Februar Karneval. Überall in den Straßen war irre laute Musik und Lichter und so. Ich wäre super gerne da in die Straßen gegangen und hätte mir das angeguckt. Aber das war ja nun nicht unser Ziel unserer Reise. Das war's für heute. Ich zeige euch jetzt unsere Timelapse vom Auslaufen und dann sehen wir uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao.